und herzlich willkommen hier zurück zu Minecraft Survival mit dem Nicht-Schwimmer Ingo Weaver, mit dem Nicht-Alkoholiker Big Mana und dem Raucher Mordi. Ja, apropos Rauchen, kannst du gleich mal wieder einen anzünden, dir. Ja, ich bin hier noch, wie gesagt, bei der Kartoffelernte, bei der Kartoffelsaat. Weil was man abgeerntet hat, sollte Scheiße. Man auch gleich wieder neu pflanzen. Fuck! Sagt man nicht. Nein! Was denn? Oh, Strip Mine ist so scheiße! Warum? Ich weiß nicht mehr wohin. Ich hab ein Labyrinth gebaut. Oh, oh, oh. Ja, da sollst du auch nicht immer strippen. Mann, ey! Yay! Hör auf mit dem Strip! Warte mal, oh, da ist noch ein Gang? Scheiße, ey, die Ringe sind so lang. War ich hier schon? Du kannst doch eh nicht strippen. Strip meinen, du Horst. Dir fehlt doch die Stange dazu. Stimmt. Oh, ich bin da! Hui! Okay, komm. Gut, dann habe ich erstmal wieder ein bisschen sehr viel Rohstoffe. Sehr viel Rohstoffe. Was ist das denn für eine Höhle hier, ey? Alter. Boah, geil. Alter, Mann, ohne Scheiß, dein Glück möchte ich auch mal, Alter. Ich buddel mich hier, weißt du, wie tief? Und find nix außer Scheiße, weißt du? Und da buddelt ihr auf 2 Minuten mit dem Dike runter. Ja, Diamanten, Redstone und Alter, das ist doch nicht normal. Ja, deshalb Strip Mine. Weißt du, was das ist? Du baust dich ungefähr, ja, ich mach das immer Diamantenhöhe, so 12 bis 14, sagt man meistens. Runter. Dann machst du einen ganz langen Gang, geradeaus, in dieser Höhe. Und da machst du dann jeden ungefähr vierten Abstand immer an die Seiten rein. Und dann halt immer so weiter. So Gänge, Minengänge sind das dann theoretisch. Und dann hast du mal die Chance, was zu finden. Muss aber nicht sein, natürlich, ne? Das ist auch immer wieder weltgeneriert. Abhängig. Ja, das stimmt. Das ist Glückssache. So, Möhren sind abgebaut, Kürbis ist abgebaut, Zuckerrohr ist abgebaut, Kartoffeln sind abgebaut. Alter, Zuckerrohr ist gleich schon wieder fertig zur Ernte, ey. Fickt euch, das macht halt der Mana. Ja, diesmal ist Böd, oder? Ja, kann ich ja gerne machen. Weil jetzt mach ich nämlich das letzte und schwierigste Feld. Ah. Oh. Kohle? Mit Weizen soll man geizen. So, hab ich denn meine restlichen Diamanten eingetan, ne? Aber hier kann Redstone rein. Ohne Ende. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 64er Stacks Redstone und ein 30er Stack. Brauche ich zwar nicht, aber naja. Und jetzt suche ich meine Diamanten. Wo sind meine Diamanten? Nicht mehr. Wo hast du meine Diamanten? Ah, da. 20 Diamanten. Das weiß ich, wie das immer war. Der Begriff, wo sind meine Dias? Ah, das ist so Hip-Hop, keine Ahnung, hört sich jetzt so an, doch. Ghetto-Slang. Genau, Dias, ey, hast du ein paar Dias? Alter, hä? Wasser. So, was muss nochmal abgebaut werden? Weil ich komme jetzt gerade, weil ich eh Essen brauche. Weizen muss jetzt noch. Das Weizen, ja gut, dann ist es ja richtig. Da bin ich nämlich jetzt schon dran. Achso, ja, dann mache ich mir eben Essen holen, weil ich muss was essen, ja? Ja, dann mach du das mal. Und dann kann ich weitermachen, wenn du willst. Ja, ich leg dann das ganze Zeug dann alles ins Lager. Ja. Und dann kannst du das Weizenfeld, sag ich mal, jetzt schon mit dann die Aussaat machen. Was? Die Aussaat. Was ist das? Oh, wieder säen. Ach, säen, neu säen. Ja, ach so. Man auch im Fachjargon Aussaat. Dann nehme ich mir mal hier das Weizen mit, also das die Körner. Brauchst du nicht, Alter, ich habe hier dann so viele Körner. Ich aber die wolltest du in der Kiste tun. Ja, mache ich doch jetzt dann auch gleich. Sag mal, was sagst du? 4 Reihen abgebaut, hallo? Ja, hallo? Kann auch nicht zaubern. Ich hab gedacht, du wärst Hexer Mordi, Jen. Bin ich Gabber Gandalf? Gabber Gandalf. Mordichen. Mordien. Ja, tu mir mal einen Gefallen dann. Guck dann aber auch mal so die Rinnen durch, ja. Ob da nicht eventuell dann noch ein bisschen was drinnen liegt. Ja, das mach ich. Ich flitz ja einfach nur fix durch, ey. Ja, das mach ich, wenn ich die besät habe, dann geh ich nochmal alle Rinnen durch und dann. So schnell respawnen die Sachen ja nicht.
Das ist ja kein Ding. Ach, scheiße, ist eine Arbeit, ey. So. Alter, ich fühle mich hier gerade wie so ein Mähdrescher, weißt du das? Bauer Margot. Wer ist das, Inga? Herr der Ringe. Ja, okay. Huch, da ist ja noch ein bisschen Kohle. Huch, da ist ja noch was. Denn dann haben wir mal Spaß. So, die Kohle, der muss auch gemacht werden, ne? Jo. Oh, wie viele Kühe hier sind? Alter, ihr werdet alle jetzt zu Hamburgern gemacht, ey. Ihr werdet alle zu Hamburgern. Da ist noch eine Kuh. Let's. Schlachte mich. Let's find out. Das ist ein Schaf. Auch töten. Alles töten, was hier so rumfleucht und kreucht. Nee, das finde ich aber irgendwie scheiße. Dann gehe ich mal eben hier die Rillen durch. Dann habe ich erstmal wieder was zu futtern, dann brauche ich mich nicht auf so einen Scheiß konzentrieren. Ja. Das ist das Gute. Wie gesagt, wir wollten eigentlich auch uns biomäßig vegan ernähren. Aber ich halte einfach den Druck nicht aus. Brauchst du nochmal einen Schnitzel? Fleisch muss sein. Ja. Ja. Was, Alter, wie viele Kühe hier sind? Ich habe mir jetzt zu dem Nullauflauf vorhin auch ein Würstchen noch gemacht. Gott sei Dank, du. Hat keiner gesehen, da war ein Creeper. Aber nicht auf dem Feld, der ist Gott sei Dank außerhalb und nichts kaputt gemacht, außer Erde halt, ne? Immer so ein Rumschreien, so. Wie so ein Mädel, weißt du? Ja. Mona, bist du doch eine Pussy? Weiß ich nicht, guck mal eben nach. Jo, mal gucken. Nee. 19 mal Leder, geil. Und 30 mal rohes Rindfleisch. 8 mal Hühnchen. Ist das fett, Alter. So muss das sein, ja. Guck mal hier, Modi. Jetzt muss ich nur wieder zurück. Doppelter. Aber ich glaube, das ging da lang. Das ist ein Arbeitsweg, den man sich erleichtert. Alter, Finne, ey. Weizen, ne, Ingo? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 64er Stacks. Hm. Plus nochmal ein 10er Stacken. Und Weizenkörner. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 64er Stacken. Und einmal abernten. Ja, ich sag es. Krass, ja. Hatte auch beim ersten Mal auch richtig ordentlich Loot gefunden. Kartoffeln haben wir jetzt mittlerweile auch schon 4 64er Stacken. Hammer, ja, das ist. Und ja. Den Kürbis nehme ich jetzt gleich mit, weil wir da hier noch keinen Lagerplatz haben und den knall ich bei mir rein. Jo. Genau. So, ich brauche jetzt aber wieder Weizenkörner. Guck mal, da hat das noch nicht mal gereicht, ey, das ist Hammer. Ja, Weizenkörner sind im Lager hier. Ja, hole ich mir jetzt ab. Hoppala, Ohre. Da habe ich jetzt alles reingemacht, bis auf die Kürbis, weil die nehme ich jetzt mit zu mir. Ja. Ja, cool. Paloma, Blanco. Ja, das war auch das größte Verarschlied überhaupt. Wieso? Das stimmt. Ja, ganz einfach, die haben Ostdeutsch gesungen, aber waren doch selber noch nicht mal Ossis. Ach so. Was heißt eigentlich Öla Paloma Blanca? Boah. Das weiß keiner, oder? Öla Paloma? Ist das irgendwie ein ostdeutsches Wort? Boah, Alter! Was? Mordi wird angegriffen. Ernsthaft? Weiß nicht, das hört sich auf jeden Fall so an, wo er boah, Alter gesagt hat, habe ich gedacht, okay, der wird jetzt angegriffen. Nicht mehr, hat er geregelt. Hingma, beherrschst du jetzt eigentlich bei Rocket League die Möwen? Den was? Die Möwen. Die was? Möwen, Flying Möwe. Möwen. Wir nennen unseren Flug immer, wenn wir zum Ball fliegen, Möwen. Ach so. Die Möwe. Weil Hate ist ja immer so eine Flying Möwe. Er hatte seit dem letzten Mal, hatte ich nicht mehr gezockt hier. Ach so, ja, wir zocken da den Moment ohnehin, ey, das ist pure Lebenslust, die da ist. Ihr süchtelt's ihr. Das ist aber auch geil, das Spiel, das muss man ehrlich ganz, sagen. Nee, das stimmt auf jeden Fall. Ich kann's mir nicht leisten. Geil ist es auf jeden Fall.
Wo, vor allem, wo ich habe erst gedacht, ich kaufe mir das nie, ne? Weil du hast mir gesagt, kauf dir das mal. Ich so, ne, weiß nicht. Aber das gab es wohl schon vorher. Das gab es wohl schon vor bei der PlayStation 3 oder sowas, habe ich mal gehört. So. Das ist gar nicht so neu. Das ist einfach nur neu gemacht worden. Wo, so wie... Was? Einfach nur ein Remake. Genau. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber das wurde mir auf jeden Fall so gesagt. Mhm. Aber mir wird ja auch manchmal viel Scheiße erzählt. Wo hatte ich das denn gesehen? Das hat bei Steam, genau, selber. Und dann habe ich mir erst gedacht, kaufst du dir so. Und dann habe ich es dann halt bei anderen YouTubern gesehen und dann, ja. Alter, ist besser als FIFA. Ja, das auf jeden Fall. Das muss man echt sagen. Stell dir mal vor, ey, du hättest so ein Auto, wirklich. Was kann man aus Knochen machen? Nichts, Knochenmehl, oder? Knochenmehl. Knochenmehl. Da kannst du beschleunigen, das Feld, sag ich mal, beschleunigen, dass es wächst. Dann, ach, wenn du das... noch Dünger dann. Ja, das, dann ist es aber auch sofort fertig, das Feld, ne? Du musst einfach da drauf gehen mit Rechtsklick dann. Und dann ist das Feld fertig. Und aus Fäden kann man, denke ich mal, Seil machen, oder? Man kann Seil machen, man kann daraus einen Bogen machen. Also braucht man für Bogen. Man kann aber auch, glaube ich, Wolle daraus machen, wenn man genug Fäden hat. Ich weiß es aber nicht, ob das in normalen Survival, weil ich es nie benutzt habe, ob man das im normalen Survival-Modus wie hier oder nur im Modpack. Das ist, keine Ahnung. So, Feld ist gemacht. Mal wieder nach Hause. Heide Witzgas ist in der Arbeit. Ey. Genau, ich fahr jetzt. Ach, fahr, sag ich schon. Ich laufe nach Hause, weil mein Boot ist kaputt gegangen. Ja, fahr mal. Aber jetzt echt ordentlich Loot was gefunden hier. Also von Eisenerz bis zu richtig übelst viel Schweinefleisch, Rinderfleisch, Federn 10 Stück, Eier 4. Da werde ich mal gucken, ob da vielleicht ein paar Hühnchen mehr mit drin sind. Da kann ich mir eine kleine Hühnerfarm machen. Da brauche ich mir erstmal dann halt nachher ein Gehege. Und ja, mal gucken. Weil war doch so richtig, Börje, ne? Dass man aus den Hühnereiern die auf den Boden werfen muss und ab und zu hat man vielleicht mal Glück, ne? Genau. Ja, genau. Dann kannst du ab und zu mal Glück haben, dass da mal ein Hühnchen rauskommt oder so. So, jetzt habe ich was vor. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das Zeug dafür habe. Wenn nicht, dann muss ich jetzt hier Eisen nehmen. Eisen und das brennen. Ah, nee, guck mal, es muss brennen. So. Ach, ich brauche ja gar nicht so viel. So, jetzt habe ich. Ja, ich habe. Weißt du, ich habe ein Lagerhaus, habe versucht, die Türen so zu sortieren. Und was ist da rausbekommen? Sortiert ist es ohnehin wieder nicht. Doch Bruchstein oder nicht? So, wie lange geht eigentlich die Folge noch? Ist 2 Minuten noch. Ja, ja, dann hören wir mal vorzeitig auf, weil bei mir hat es gerade an der Tür geklingelt. Achso, ja, okay, dann. Achso, ja, gute. Und ja, dann würde ich sagen, schönen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Minecraft Survival mit den 3 gestörten Bauern. Genau! Tiefen Butlern. Und ja, also, wir sehen uns. Mit dem Big Mana. Mit dem Ingo Viva. Und dem Mördi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.